USA gegen Israel. Das hört sich nach einem echten Basketball-Leckerbissen an, doch das Duell bei den Maccabi Games war eins mit ungleichen Waffen. Während nämlich bei den Israelis das olympische Motto "Dabei sein ist alles" im Vordergrund steht, zählt für die Amerikaner nur die Mission Gold. Und so traten die US-Jungs auch gleich zu Beginn der Partie auf. Immer wieder gleicht sich das Bild. Ein Amerikaner steigt an der Dreierlinie zum Wurf hoch und die Bank springt auf, denn sie wissen, dass der Wurf so gut wie immer drei Zähler auf ihr Konto bringen wird. Die durchschnittlich deutlich älteren Israelis können zwar ab und zu mit ihrem Spielwitz überzeugen, auf die lange Sicht werden sie aber einfach überrannt. Erst recht, als das Team USA neben den Würfen von außen auch unterhalb des Korbes anfängt zu scoren. Zur Halbzeit ist beim Stand von 43 zu 22 längst alles entschieden. Die Amerikaner denken aber nicht daran, einen Gang zurückzuschalten. Ganz im Gegenteil, sie fangen sogar an, eine Ganzfeldpressverteidigung zu spielen und das mit Erfolg. Die Maccabi-Auswahl aus Israel verliert häufig noch in der eigenen Hälfte den Ball und muss Korbleger um Korbleger hinnehmen. Schaffen sie es dann doch mal wieder nach vorne, gelingt ab und zu auch mal ein eigenes Erfolgserlebnis. Am deutlichen Ausgang ändert das aber natürlich nichts. Mit der Schlusssirene steht ein 89 zu 45 für die Amerikaner zu Buche. Die Favoritenrolle ist ihnen damit erstmal nicht zu nehmen. Das kann man schon so sagen. Als Geburtsland des Basketballs müssen wir mit dieser Rolle leben. Wir sind einfach rausgekommen und haben gemacht, was von uns erwartet wurde. Ich bin froh, dass wir gewonnen haben. Weiter geht's mit Basketball bei uns am Donnerstag. Dann werfen wir ein Auge auf die Partie Deutschland gegen Israel.